Verteidigungsminister. Für uns vom Webcam und für den Klaus-Peter Wilsch war das heute Abend der erste Termin. Eine tolle Veranstaltung mit Ihnen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sind Sie schon länger unterwegs oder war das für Sie heute Abend auch der erste Einsatz auf einer Wahlkampfveranstaltung? Also wir haben bereits am Montag den Auftakt gemacht für Hessen. Aber ich war bereits in Niedersachsen unterwegs, auch in Sachsen unterwegs. Und muss sagen, ich habe eine große Resonanz gefunden bei den Bürgerinnen und Bürgern. Auch ein großes Interesse, insbesondere im Hinblick auf die Fragen der Sicherheit, auch des Einsatzes unserer Soldatinnen und Soldaten. Und da fühle ich mich sehr unterstützt. Aber das war heute Abend auch eine sehr gute Veranstaltung. Nicht nur, dass es eine gute Resonanz war, sondern auch eine hohe Aufmerksamkeit. Und man spürt das Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb bin ich auch ganz optimistisch, dass wir am 27. September erfolgreich sein können. Sie sprechen es an, den 27. September. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern noch schnell ein, zwei Hinweise geben, warum es eine gute Idee wäre, CDU zu wählen. Erstens, weil das Vertrauen in unsere Politik, denke ich, gerechtfertigt ist. Gerade was die Frage auch Wirtschafts- und Finanzpolitik und Schaffung von Arbeitsplätzen anbetrifft. Wir haben gegenüber Rot-Grün statt 5 Millionen Arbeitslose dann nur noch 3 Millionen Arbeitslose gehabt. Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um hier aus dieser Krise positiv wieder herauszukommen. Aber auch im Interesse der Sicherheit, denke ich, ist es wichtig, hier die CDU zu unterstützen, der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Denn ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit und auch keine wirtschaftliche Entwicklung. Und insbesondere auch, denke ich, im Hinblick auf unsere Bundeskanzlerin, die hervorragend diese Regierung führt, die hervorragend dieses Land repräsentiert, die aber auch hervorragende Akzente setzt für die Zukunft dieses Landes. Und deshalb hat sie, denke ich, auch verdient, dass sie weiterhin Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland bleibt. Vielen Dank. Wir werden uns in diesem Wahlkampf bestimmt noch ein, zwei Mal sehen. Das nächste Mal reden wir dann über die Bundeswehr. Aber an dieser Stelle darf ich mich erstmal fürs Webcam bedanken. Sehr gerne. Klaus-Peter, die erste Veranstaltung ist rum. Der Verteidigungsminister war heute zu Gast. Wie hat es dir gefallen? War eine tolle Stimmung. Jung war auch sehr nachdenklich. Er hat gezeigt, wie schwer das Amt ist, das er wahrzunehmen hat. Und ich finde es toll, dass er hier war und uns unterstützt, hier in Taunusstein, in einem Wahlkampf. Bei uns kann man ja auf dem Wahlzettel sowohl den Erstkandidaten als auch den Listenkandidaten aus dem Rheingau-Taunus wählen. Und insofern ist das eine prima Sache für den Rheingau-Taunus. Was sagt der General? Wie gefällt dir bis jetzt der Ablauf des Bundestagswahlkampfes? Ja, es läuft ganz ordentlich, ganz gut. Der Klaus-Peter macht hier im Wahlkreis einen super Job. Und der Franz Josef, mit dem habe ich am Montag gemeinsam den Auftakt machen können auf der Landesebene. Und ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt und wir haben eine gute Chance, am 27. September zu gewinnen. Aber wir müssen kämpfen, bis zur letzten Minute. In den Medien hört man manchmal, der Wahlkampf sei etwas langweilig. Wird sich das in den nächsten Wochen noch ändern? Ja, gehe ich schon von aus. Es ist natürlich so, die Leute sind zum Großteil auch in Ferienstimmung, die Sommerferien sind noch nicht rum, aber wir müssen deutlich machen, dass wir für die hier, für die nachkommenden Generationen hier eine wichtige Aufgabe wahrzunehmen haben, Politik für die Zukunft machen müssen. Vielen Dank.